Drei gegen Goalie! Drei gegen Goalie, was wird draus? Nicht! Somit ein ganz herzliches Moin Moin, liebe Sportsfreunde, zur Saison mit dem HC Ambri Piotta. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer eisigen, frostigen Folge NHL 20. Als allererstes möchte ich einfach mal wieder ein riesen Dankeschön aussprechen für alle Hammer krass geil sportlichen Supporter da draussen, die das letzte Video so Hammer krass geil unterstützt haben. Für all diejenigen, die ein Like da haben und das Video mit einem Kommentar bewertet haben. Natürlich würde ich mich auch über eine frustige Bewertung von dir freuen. Wenn dir das Video gefällt, natürlich auch über ein Like und mit Hashtag Frage. Kannst du mir und der Community für die nächsten Let's Play eine Frage stellen? Eine von diesen Fragen wäre Frage. Wie viel hätte Manzato in dieser Saison gekippt? Und das kann ich dir gerne beantworten, und zwar auf Spiel bezogen. Da werden wir nämlich das Goalie-Karussell heute mal beantworten. Ja, da sieht es bei Manzato nicht allzu rosig aus. Er hat zwar am meisten gespielt, 27 Spiele, 13 Siege, aber auch meiste Niederlage im Schnitt, 3 Overtime-Niederlagen und eine Fangquote von nur gerade mal 8,76. Das ist natürlich unterirdisch schlecht, 3,7 Goal pro Spiel. Ist nicht wirklich gut, und dementsprechend haben wir auch relativ oft den Jovina in der zweiten Saisonhälfte schon eingesetzt, er aber auch nur mit einer 8,95. Und dann haben wir da den Benjamin Goss mit 4 Spielen, 3 Siege und 1 Overtime und eine Fangquote von 0,96. Ich bin froh, wenn der Benjamin Goss zurück ist, aber er, ihr seht es da oben links unter dem HC Ambri Piotta Logo, ist aktuell noch verletzt, und wenn er genau wieder zurückkommt, weiß ich nicht. Dann kommen wir jetzt zur Community-Umfrage, und da möchte ich einfach ein riesen Kompliment noch an die ganze P-Community aussprechen, wie viele coole Ideen da reingekommen sind als Verteidiger und auch Goalie. Ein riesen Dankeschön an all diejenigen, die mitgemacht haben, und leider kann ich nicht alle Wünsche von euch berücksichtigen. Würde zwar gerne, weil ihr da draussen sollt ja mitbestimmen, in welche Richtung dass der HC Ambri Piotta geht. Ihr sollt das Team umbauen mit mir, so wie jedes Jahr, zum schauen, schaffen wir mit dem neu konstruierten Team den Titel. Das wird der letzte offizielle Trade, wenn sich jetzt niemand mehr verletzt oder so, in dem Jahr. Es könnte sein, dass wir eventuell noch einen neuen Goalie holen. Der ist jetzt heute nicht berücksichtigt. Je nachdem, wenn und wie lange der Benjamin Goss noch ausfällt, neben wenn er zurückkommt. Ja, gute Idee ist reingekommen. Da möchte ich mal ein paar nennen. Der Erik Blum zum Beispiel ist von einem Abonnenten genannt worden. Sehr gute Idee. Dann hätten wir noch die Idee, eben holt er einen Verteidiger. Oder als Goalie der Sandro Eschlimann. Oder der Zach Foucault vom Team Kanada, der aber leider in Kanada spielt und ein Trade sehr wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Dann haben wir den Brandon Hutton, wo wir ja auch schon ein Thema hatten. Der Bieksa, der weiß jetzt zwar nicht, ob er bei uns noch Free Agent ist. Und wirklich sehr, sehr viele coole Ideen. Eine ist ja noch gewesen, dass wir den Verteidiger holen, den Trainer. Auch das eine sehr gute Idee. Also ein riesen Dankeschön an euch für die klasse Ideen. Ziemlich viel von einer Idee bin ich durchgegangen, und auch Trades etc. Bei den Trades ist dann halt immer so ein bisschen das Problem. Wir müssen einen Gegenwert bieten und können auch nicht mit irgendwelchen First- oder Second-Round-Picks machen, weil es das halt einfach nicht gibt. Und dementsprechend müssen wir halt auch einen Spieler bieten, und dann ist halt immer die Frage, ist der Gegenwert wirklich besser als vorher? Machen wir Führung oder Retro? Wir wollen ja das Team entwickeln. Und von all diesen Ideen sind wir dann auf den Schluss gekommen, dass man doch am besten ist, wenn wir einmal zuerst versuchen mit einem Free Agent. Ben Hutton, ehemaliger Spieler von den Vancouver Canucks, und ich als Vancouver Canucks-Fan natürlich grosser Sympathist und mag auch den Hutton sehr, sehr gut. 1,88 groß, 94 Kilo mit 26, also sehr, sehr jung. Linksschütze, also auch das passt in dieses Team und wird perfekt in die erste Sturmreihe passen. Spiel gegen den HCD werden wir simulieren, weil wir ja schon gegen den HCD gespielt haben.
Und auch gegen Rapperswil haben wir schon gespielt diese Saison. Aber gegen wer wir noch nicht gespielt haben, ist der SC Bern. Und das Spiel werden wir heute mitnehmen. Weil nachher haben wir noch zwei sehr interessante Spiele. Derby gegen Lugano, wo momentan auf dem vierten Platz ist. Aber wir sehen sehr, sehr wenige Punkte hinter uns. Und dann eventuell nochmal gegen Zürich und das Spitzenspiel gegen Lausanne. Also alle drei Spiele sehr, sehr interessant. Dementsprechend möchte ich mir die noch offen behalten. Heute Spiel gegen Bern und wir simulieren mal bis hierhin. Ja, wir haben den Ben Hutton zukünftig im Team. Das freut mich natürlich und kassieren eine 3:0 Niederlage gegen den HC Davos. Aber ein Sieg gegen die Lakers. So sieht momentan unser Sturm aus. Flynn, Dubois, Kubaljek, D'Agostini, Zwerger, zweite Sturmreihe, Sabaljuk, Bianchi, Rödin, wo wir geholt haben, schafft es in die dritte Sturmreihe, Enzo Corvi in die vierte. Also man sieht hier, wir haben nicht wirklich Starspieler geholt, sondern haben unser Kader in Breite verbessert. In der Verteidigung haben wir aber müssen ein bisschen was investieren, weil dort ist wirklich das Grauen gewesen. Lucas Beiser und Brandon Hutton, die neue erste Sturmreihe, Angon Pyre in der zweiten Sturmreihe. Ich muss sagen, wir haben uns hier recht gut in Breite und nicht nur in Tiefe verbessert. Die Goalie-Position, die bleibt noch bis Mitte Februar so ein bisschen Fragezeichen. Manzato führt wieder dran. Und ja, der Goss ist sicher noch bis Mitte Februar verletzt. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob wir da eventuell gleich noch einen neuen Goalie holen oder nicht. Das dürfen wir jetzt doch gerne reinschreiben. Und wir starten jetzt die Partie gegen den SC Bern. Ja, der Manzato ist schon gefragt. Zwei Teams, die ziemlich viel oder ziemlich gleich viel Sieg und Niederlage haben. Das wird sehr, sehr interessant. Und gerade einmal der erste Schuss auf den Schlegel, wo ja dann neu bei Lugano spielt. Schöne Chance und da ist 1:0 für Ambri. Das Spiel plätschert so ein bisschen dahin. Beide Teams mit Parvicius und jetzt Ambri mit einem guten Konter. Julian Payer mit dem 1:0, das zweite Goal in dieser Saison. Powerplay Ambri, zweite Strafe in dem Spiel. Die erste Strafe haben wir zwar sehr, sehr flüssig gespielt, aber keine wirklich gute Möglichkeiten rausgespielt. Jetzt vielleicht noch mal die Möglichkeit, schieben, laufen lassen. Rund laufen lassen, vielleicht sogar noch mit dem 2:0 in dem Drittel. Guter Schuss am Goal vorbei. Rödin, weit Schuss, aber für den Schläger kein Problem. Hat da Freisicht. Zweiter Drittel. Von Bern hat man sehr wenig gesehen. Von Ambri nur mal das Nötigste. Das soll sich jetzt ändern. Powerplay geht weiter. Brandon Hutton. Ah, mal Offside. Ja, wieso nicht? Das hat Bern gut gemacht. Ah, Bestoni. Und da ist es 1:1. Pass vom Enti Bestoni, ehemaliger Ambri-Spieler. Zwerger. Immer noch Zwerger. Lass alle aussteigen, Zwerger. Zum 2:1. Geniestreich. Schön dazwischen. 3 gegen Goalie. 3 gegen Goalie. Was wird draus? Nicht. Jetzt nochmal. Yes, jetzt klappt's. Sabaljuk mit dem 3:1. Yes, es geht, aber das 3 gegen Goalie hätte schon müssen. Das 3:1 sein. Oh, schön. Bern mit dem Anschluss, 3:2, wunderschön gespielt und es ist einfach, ja, Manzato regt sich da zurecht auf. Bulli gewonnen, Spisa. Und er macht es 5,4 Sekunden vor Schluss, ja, Ambri, die letzten drei Spiele, die wir gespielt haben, immer in den letzten 10 Sekunden noch das Goal geschossen. Das mal jetzt auch nicht im dritten Drittel, sondern im zweiten. Aber man muss sie bis zum Ende, bis zum Pfiff immer auf der Rechnung haben. Lucas Pisa trifft wieder. Brandon Hutton jetzt hier am Böck. Was macht der Brandon Hutton? Testet der Eric Bloom, der wo ja auch zur Auswahl gestanden ist, wo wir aber zu viel hätten müssen geben für einen Trade. Und gewinnt den Zweikampf.
Und wieder der Blum dazwischen. Ja, jetzt wissen wir, wieso der Eric Blum sein Geld wert war. Oder wer. Auf jeden Fall Bern und auch Amri. Beide bemüht da offensiv noch was anzumachen, was zu reissen. Beide geben sich nicht zufrieden mit dem Spielstand. Unterhaltsame Partie. Wo noch das erste Drittel sehr, sehr plätschend war. Und da ist das 14-3, der Anschluss, geht der Haas. 4 Minuten, 28 vor Schluss, Powerplay, Bern, crazy Spiel. Berner drücken, Ambri kommen zu guten Konter. Es steht aber immer noch 4-3. Oder besser gesagt 5-3, Shorthander Rohrbach. Ebet, Manzato. Schöner Pass zu Bianchi, Konter. Konterpass und das ist 6-3. Bern hat alles nach vorne geworfen, vergisst komplett zu verteidigen. Oh, wieder Pfosten. Weitschuss, Schlegel, auch mit ein bisschen Glück, also auch der Schlegel nicht mit der besten Leistung. Man kann die drei Gegentreffer nicht nur Rainer Manzato auf die Buche schlagen. Aber eben wie gesagt, es ist halt auch nicht so, dass momentan Abi Amberi, der Goalie, ein Spiel gewinnen kann. Das ist wichtig für die Playoffs, dass auch mal ein Goalie ein Spiel gewinnt, wenn es offensiv nicht so läuft. Schreiben rein, falls ihr möchten, wenn wir einen neuen Goalie holen oder wenn wir mit Benjamin Gass weiterfahren. Ihr könnt gerne Gass reinschreiben, ich blende euch da noch die möglichen Free Agents ein und dann könnt ihr reinschreiben, ein Vorschlag von einem Free Agent oder eventuell der Benjamin Goss. Danke vielmals fürs Zuschauen. Denkt ihr, Support ist kein Mord. Lasst ein Like da. Würde mich wahnsinnig freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pico. Tschüss.